Schönen Dank. Sehr geehrte Frau Diali-Schellschmidt, sehr geehrter Herr Giese, liebe Anwesende. Also recht herzlichen Dank, dass ich zu diesem Thema Lüftungskonzepte einen Vortrag halten darf. Ich muss Sie etwas warnen. Es ist natürlich ein sehr trockenes Thema. Denn Sie wissen, wenn man viel lüftet, dann wird die Luft entsprechend auch trockener. Gerade bei B- und Entlüftungssystemen ein kompliziertes Thema. Wir sind ein Planungsbüro, sitzen in Berlin, sind aufgestellt als Generalplaner mit Architekten, Haustechnikern, Konstrukteuren und vielen Spezialisten, die man braucht, wenn man über Energieeffizienz und solche Themen arbeiten will. Und ich sage das so, ich bin wirklich stolz, dass wir an all den drei Themen, die Knut Höller heute vorgestellt hat, also seit 2001 hier in Riga und in Jelgava mitwirken durften. Eine kurze Inhaltsübersicht. Die Bedeutung der Wohnungslüftung. Dann müssen wir ganz kurz durch das deutsche Vorschriftenwerk durch und seine Widersprüche. Ich rede zu Arten der Lüftungsanlagen. Ich konzentriere mich dann etwas stärker auf B- und Entlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung, zeige Ihnen Messergebnisse, habe eine einzige Folie zur Wirtschaftlichkeit, zeige Ihnen ein bis zwei Beispiele, je nach Zeit, wie wir durchkommen, und eine kurze Zusammenfassung. Die Bedeutung der Wohnungslüftung. Wir reden über Energieeffizienz und dann wird immer gesagt, mit Lüftung kann ich Energie sparen. Das ist aber nur eine Komponente der Lüftung. Ganz wichtig, gerade hier in Lettland ist oftmals noch eine Gasanwendung in dem Wohnung, also Gaskocher. Wir müssen sicherstellen, dass die Verbrennungsluft in die Gebäude eingebracht wird. Wir müssen Schäden verhindern, insbesondere Schimmelbildung in den Wohnungen durch zu dichte Konstruktionen, zu wenig Lüftung. Und dann kommt noch hier ein etwas hervorgehobener Begriff, Komfort. Komfortlüftung. Die Schweizer machen uns das vor, dort gibt es oftmals Lüftungssysteme mit Zu- und Abluft. In Deutschland noch eher in der Minderzahl. Was heißt Komfort? Das heißt eine frische und saubere Luft. Wenn Sie in Berlin Objekte an Hauptstraßen haben, wo am Tag 60.000 bis 80.000 Autos fahren, dann ist natürlich die Luft, die Sie dort reinlassen, nicht unbedingt eine saubere und frische Luft. Und wenn man dann aber über Filtersysteme dort Feinstaub und Ähnliches herausnimmt, kriegt man schon ganz andere Qualitäten. Wir wollen eine permanente Luftdurchspülung haben und es gibt dann spezielle Anwendungen auch noch, dass man über hochwertige Filter eine zum Beispiel Pollenfreiheit für alle Allergiker erreichen kann. Das Vorschriftenwerk. Das Vorschriftenwerk, und ich habe hier Widersprüche in Klammern gesetzt. Es ist sehr umfangreich. Der obere Teil, das ist alles das, was sich mit Lüftung direkt beschäftigt. Der untere Teil, das sind Vorschriften, die die Lüftung tangieren. Und jetzt will ich die nicht alle hier vortragen. Ich will bloß sagen, es existiert ein ziemlich umfangreiches Vorschriftenwerk und zum Teil behindert die eine Vorschrift die andere. Ich komme jetzt zu wenigen Beispielen. Wir hatten 1995 die Wärmeschutzverordnung 1995. Da gab es für Fenster einen Luftdurchlasskoeffizienten, also der die Qualität der Dichtigkeit beschrieb. Der lag bei 1,0, also 1,0 Kubikmeter in der Stunde pro laufenden Meter Fensterfuge durften eintreten. Mit der Energieeinsparverordnung, also einer Erhöhung der Forderungen 2009, wurde dieser Wert quasi halbiert. Der wird jetzt etwas anders formuliert in dieser Verordnung, aber ich habe den jetzt umgerechnet, dass man es vergleichen kann und Sie sehen, es ist jetzt nur noch die halbe zulässige Dichtigkeit.
Aber irgendwo muss natürlich meine Luft auch rein ins Gebäude. Eine andere Norm, die einem DIN 4108 schreibt vor, und jetzt sind wir wieder beim Planer, dass der Planer einen durchschnittlichen Luftwechsel von 0,5 bei der Planung sicherzustellen hat. Das heißt, heutzutage, wenn also dort jemand kommt und sagt, ich habe Schimmel in meiner Wohnung, dann kann der Bauherr kommen und sagen, lieber Planer, wie kann das sein? Du bist doch verantwortlich für diesen 0,5-fachen Luftwechsel. Also sofort habe ich hier als Planer ein Gewährleistungsproblem. Sie sehen, wir brauchen die Luftdurchspülung, aber andererseits machen wir die vorhandenen Öffnungen, die Fenster dichter. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich teilweise auch sehr hohe Anforderungen, ich will mich nur auf wenige Sachen konzentrieren, sehr hohe Anforderungen an den Schallschutz haben. Aber Ihnen ist natürlich klar, wenn ich irgendwo etwas öffne, damit Luft durchkommt, dann kommt natürlich auch sofort der Straßenlärm in mein Gebäude hinein. So, und das sind komplizierte Dinge, die ich miteinander abgleichen muss, die ich planen muss, damit ich hier wirklich allumfassend diese Dinge berücksichtige und nicht irgendwo jetzt in Schäden oder Diskomfortthemen hineinlaufe. Eine erste Schlussfolgerung. Neue oder modernisierte Gebäude haben eine deutlich höhere Dichtigkeit. Werden in diesen Gebäuden keine lüftungstechnischen Maßnahmen getroffen, mechanische Entlüftung zum Beispiel, dann sind Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbefall wahrscheinlich. Und die Verantwortung für die Mindestlüftung, die geht ohne technische Maßnahmen dann deutlich an den Mieter über. Also lieber Mieter, du bist verantwortlich, mach das Fenster auf, mach eine Stoßlüftung, wenn du in der Wohnung bist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt deutlich sieht. Das ist kein saniertes Gebäude, das ist ein Neubau aus den 90er Jahren. Und einfach durch diese Konstruktion, hier bindet eine Platte in die Außenwand ein, das ist eine Wärmebrücke und sofort haben Sie in dieser Ecke, die sowieso eine Wärmebrücke darstellt, Schimmelbefall. Also nicht ein Problem des Altbaus, sondern auch gerade bei Neubauten, sehr dichte Neubauten, keine Lüftung, Schimmel in Verbindung mit Wärmebrücken an dem Gebäude. Eine zweite Schlussfolgerung. Der Mieter, der Nutzer, ist mit dieser Aufgabe des Lüftens oftmals überfordert. Er weiß es nicht. Er ist gar nicht da. Die Hausfrau hat ganz viele Blumen auf der Fensterbank stehen. Die will ich nicht wegräumen zum Öffnen der Fenster. Ich habe Lärm von außen oder ich bin besonders sparsam, also lüfte ich nicht. So, und das führt dann zu solchen Schäden. Unsere Empfehlung als Planer ist deshalb immer, in luftdichten Gebäuden sollte der Mindestluftwechsel immer unabhängig vom Nutzer erfolgen. Das heißt, ich brauche technische Systeme. Die Arten von Lüftungsanlagen. Ich kürze das etwas ab. Wir haben zum einen die freie Lüftung und wir haben die erzwungene Lüftung. Die freie Lüftung, das kann sein, dass durch Winddruck auf dem Gebäude über die Öffnung im Fenster oder durch Gebäudefugen Luft eintritt, der über einen Schacht austritt. Also das ist eine Schachtlüftung, die funktioniert, wenn Sie sich das vorstellen können, eigentlich nur dadurch, dass Sie hier Temperaturen haben in den Wohnungen von 20 Grad und jetzt haben Sie die Wintermonate und Sie haben jetzt draußen vielleicht minus 10 Grad. Und durch diesen Temperaturunterschied erfolgt ein Auftrieb, der hier zu einer Entlüftung führt.
Das funktioniert natürlich gerade in den Übergangszeiten im Sommer sehr, sehr schlecht. Da fehlt der Temperaturunterschied. Also ist das eine sehr unzuverlässige Lüftung. Deshalb immer die bessere Lösung, und so haben wir das auch in Jelgava gemacht, dass Sie an einen zentralen Lüftungsschacht einen Ventilator anschließen und dieser Ventilator mit einem bestimmten Druck permanent Luft aus dem Gebäude herausfördert. Das ist dann schon die Form der mechanischen Lüftung, der erzwungenen Lüftung. Damit die Luft jetzt in das Gebäude überhaupt eintreten kann, auch wenn Sie dort einen Unterdruck schaffen, müssen ja Undichtigkeiten vorhanden sein. Das macht man möglichst definiert und setzt Luftdurchlasselemente in häufig die Fensterkonstruktion ein. Das geht auch in die Außenwand, aber so. Und jetzt sehen Sie hier einen ganz einfachen Fensterfalzlüfter, der ist relativ preiswert. Der garantiert Ihnen aber nur, wenn Sie dort 2 oder 3 Stück pro Fenster einsetzen, dass Sie ungefähr 5 bis 6 Kubikmeter Lufteintritt haben. Das ist natürlich im Regelfall wirklich zu wenig, um die Wohnung oder das Zimmer zu durchlüften. Eine andere Form, schon deutlich eleganter, sind etwas kompliziertere Luftdurchlasselemente hier von der Firma Aerico, wo also ganz bewusst Luft durchgeführt wird und wo sie entweder in Abhängigkeit vom Winddruck oder feuchtigkeitsgeführt, da sind Materialien drin, die bei Feuchtigkeit reagieren und dann den Spalt verjüngen oder vergrößern. Und damit können Sie dann etwas nutzungsadäquat die Zuluft steuern. Im Schachtbereich, das ist jetzt hier ein Schnitt durch einen Lüftungsschacht, haben Sie dann Lufterfasser. Diese Lufterfasser können Sie voreinstellen, dass also nur eine bestimmte Größe durchgeht, oder aber auch die sind feuchtigkeitsgeführt und öffnen sich je nachdem mehr oder weniger, wie sich die Feuchtigkeit im Raum entwickelt. Das sind so klassische Elemente, die wir in der Planung anwenden, wenn wir, ich sag mal, mechanische Entlüftungssysteme planen. Die kompliziertere Form der Lüftung ist die B- und Entlüftung. Das heißt, ich führe zum einen mechanisch Luft ein und führe zum anderen mechanisch Luft ab. Und wenn man das macht, dann sollte man immer dazwischen noch einen Wärmetauscher setzen, damit im Prinzip Wärme zurückgewonnen werden kann. Wir haben heute in dem Gewerbeobjekt ein Wärmerückgewinnungsgerät gesehen der Firma Powell. Das ist jetzt hier ein Prinzipbild von der Firma Powell, wie wir 1996/97 mal mit diesem Thema angefangen haben. Für die, die sowas vielleicht nicht kennen, ein Wärmetauscher ist oftmals aufgebaut wie ein Schachbrett. Und in den roten Feldern strömt die warme Luft durch, in den jetzt hier blauen Feldern strömt die kalte Zuluft durch. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind ganz, ganz kleine Karos und dadurch haben Sie eine sehr große, spezifische Oberfläche. Und das, was Sie hier jetzt sehen, das ist wirklich keine Werbung. Also das sind Daten, das sind Messwerte, die auf dem Prüfstand ermittelt wurden, nämlich, wenn Sie Außenluft haben mit 0 Grad, und wenn Sie eine Raumtemperatur haben mit 20 Grad, dann wird diese Außenluft von der Zimmerluft auf 18 Grad aufgewärmt, aufgeheizt. Da wird keine Energie eingesetzt. Das ist nur dieser Rückgewinnungseffekt. Das heißt, diese Wärmetauscher, jetzt hier Firma Powell, wir könnten dann auch andere mitbenennen, andere deutsche Produkte, haben einen Wärmerückgewinnungsgrad von über 80%, zum teilweise über 90%. Wenn man solche Anlagen baut, dann gibt es 3 unterschiedliche Typen. Das sind die dezentralen Anlagen, dort haben Sie alles in der Wohnung. Die vorhin mit bei der Exkursion waren, dort war alles auf dieser Büroetage. Das heißt, die Ventilatoren, die Filter und der Wärmetauscher, die sind alle auf dieser Etage.
semidezentrale Anlagen, das ist so eine Erfindung fast von uns, das sind Anlagen, wo ich nur noch den Wärmetauscher in der Wohnung habe und auf dem Dach oder im Keller sind die Ventilatoren und die Filtersysteme. Und jetzt sage ich mal, für die Wohnungswirtschaft, für Wohnung aus meiner Sicht die günstigste Lösung ist, zentrale Anlagen, sie haben alles, was an Technik da ist, auf dem Dach. Denn wenn Sie die Technik in der Wohnung haben, dann haben Sie die Geräusche, die müssen Sie erstmal wegbringen. Aber Sie haben Filter, diese Filter müssen gewechselt werden, mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Das heißt, Sie müssen in die Wohnung rein, der Mieter macht es nicht. Und ab und zu muss man auch mal den Wärmetauscher selber durchspülen, damit er wieder seine hohe Effektivität bringt. Also deshalb plädieren wir eigentlich immer stärker auf diese zentralen Anlagen. Das Prinzip, ganz kurz, hier ist eine Anlage der Firma Powell, das ist eine aus Ende der 90er Jahre, wo wirklich alles im Schacht in einem Bad untergebracht wird. Also hier sind oberer Ventilator, unterer Ventilator, Filter und in der Mitte ist der Wärmetauscher. Das ist das entsprechende Prinzipbild, wie es dann funktioniert. Ansaugen im Bad und dann wird es entsprechend über das Dach geführt und der Austausch der angesaugten und der zugeführten Luft, das passiert hier in der Wohnung im Bad, im Schacht. Das sind mal die zwei anderen Prinzipbilder. Ich will da jetzt nicht so näher drauf eingehen. Also hier nochmal die zentrale Lösung, wo Sie wirklich alles im Dachbereich haben. Die Ventilatoren, Abluft, Zuluft, den Filter und den Wärmetauscher. Das sind jetzt mal Bilder aus einer Wohnung eines semidezentralen Systems. Hier sieht man es vielleicht am deutlichsten. Dieser kleine Kasten, das ist der Wärmetauscher, der hat diese 80-90% Rückgewinnungseffekt. Über einen Schacht, hier nochmal von oben rein fotografiert, der natürlich wärmegedämmt sein muss. Sie führen ja bis darunter kalte Luft erstmal. Ja, wird dann einmal die Zuluft in diesen Bereich und in dem Wickelfalzrohr die Abluft dann nach oben geführt. Insofern ist das fast ein großer, langer Wärmetauscher nochmal zusätzlich. Und das ist jetzt so diese klassische Anlagentechnik. Sie haben alles auf dem Dach, die Zuluft, die Abluft und hier die gesamte Technik, aber das ist dann schon entsprechend große Technik, wenn man hier über Häuser reden, die 40 oder 80 Wohnungen umfassen. Ich muss das in der Wohnung verteilen. So, jetzt hat man früher immer gesagt, dann muss ich ja Unterdecken überall bringen. Das machen wir nicht, das ist zu teuer. Wir nehmen nur auf dem kurzen Weg vom Bad in die Flure Flachkanäle, verteilen das zu den Wohnungen hin und dort, wo es in die Wohnung hineingeht, sitzen sogenannte Weitwurfdüsen. Ich weiß ja nicht, ob man das übersetzen kann. Also eine Düse, die Luft weit in den Raum wirft. Wir sehen gleich nochmal ein Nebelbild dazu. Und damit brauche ich also bloß bestimmte Bereiche in der Wohnung, die eine Unterdecke bekommen. Damit wird mit diesen Flachkanälen das auch nur maximal 10 cm nach unten gedrückt, die Raumhöhe in diesen Bereichen. Und das ist, wenn ich überall mit Unterdecken arbeiten würde, wird das einfach zu teuer für den Wohnungsbereich. Das ist jetzt eine Lösung, wie wir sie in Süddeutschland in vielen hundert Wohnungen durchgeführt haben. Da haben wir alte Schornsteinschächte genutzt, um Kosten zu sparen, als Zu- oder Abluftkanäle. Und das ist jetzt wieder ein innovatives deutsches Verfahren. Also stellen Sie sich vor, der Schornsteinfeger reinigt den Schornstein. Das sieht ein bisschen, naja, es ist nicht der Schornstein, es wird chemisch gereinigt. Danach tragen Sie einen Kleber auf. Dann hängen Sie einen Schlauch aus Aluminiumlaminat
in diesen Schornstein und dann wird er aufgeblasen. Und dann legt er sich an die Wandung an. Und das machen sie dreimal, dann haben sie die entsprechende Schichtdicke und dann haben sie einen sauberen, für Zuluft zugelassenen Schacht, den sie also dann, wo sie Wohnungszuluft durchbringen können. Das spart Kosten, weil sie natürlich schon diesen Schornstein haben, weil sie nicht zusätzlich einen Schacht bauen müssen. Dass es trotzdem nicht so ganz billig ist, ist ihnen vielleicht klar. Und sie müssen dort, wo sie in die Wohnung reingehen, das ist ein bisschen kompliziert, eine Brandschutzklappe setzen, weil natürlich aus diesem Schacht, wenn es mal irgendwo brennt in einer Wohnung, darf das nicht in die andere Wohnung überschlagen. Also Brandschutz spielt hier auch eine große Rolle. Zu Messergebnissen. Ich könnte jetzt unwahrscheinlich viele bringen. Ich springe über einiges drüber hinweg und konzentriere mich nur auf zwei wesentliche Themen. Wir müssen die Dichtigkeit messen, weil nur dichte Wohnungen kann ich auch effizient be- und entlüften. Wir müssen sicherstellen, dass das, was reingeht, in etwa auch rausgeht. Also es wäre ja schlimm, wenn Sie das Zweifache reinbringen und nur einen Teil dann wieder absaugen, dann blasen Sie die Wohnung quasi auf. Also das muss auch funktionieren, das muss nachgeprüft werden. Und jetzt sehen Sie an dieser Stelle sehr schön, dass das vorhin kein Werbebild der Firma Paul war, sondern das sind eigene Messergebnisse. Sie haben so eine klassisch ostdeutsche Wohnung, die erkennt man daran, wenn ich jetzt in Westdeutschland wäre, würden hier 21 Grad stehen. Unsere ostdeutschen Mitbewohner, weil Energie früher ja nichts kostete, sind das noch gewohnt, im Regelfall bei 23 Grad in der guten Stube zu sitzen. Jetzt haben Sie Außentemperaturen, die also hier im November dann schon mal die 0 Grad erreichen. Und indem diese Außenluft an dieser warmen Wohnungsluft vorbeigeführt wird im Wärmetauscher, erreichen Sie eine Zuluft von ja so rund 20, 18 Grad, hier etwas über 20 Grad. So, das heißt, diese ganze Fläche hier drunter, wenn Sie zwischen Grün und Rot das ausmalen würden, oder wie sagt man so schön in der Mathematik, dann diese Fläche mit dem Integral berechnen, das ist eigentlich der Wärmeverlust, den Sie jetzt nicht haben, den Sie einsparen. Den kriegen Sie durch die Wärmerückgewinnung heraus mit diesem System. So, und auch noch ein ganz sicheres Zeichen, dass es funktioniert, ist vielleicht schlecht zu erkennen, gelb ist keine gute Farbe für eine Präsentation, dass es diese Temperaturkurve, so geht diese Raumluft übers Dach. Sie wird also wirklich abgekühlt. Wir ziehen die also in die Nähe der Außentemperatur. Muss so sein. Ja? Das ist die Weitwurfdüse. Das ist physikalisch der Coanda-Effekt. Wahrscheinlich auch nicht zu übersetzen. Das heißt, wenn ich eine Strömung, also eine schnellere Strömung, unmittelbar unter einer Fläche langlaufen lasse, dann legt sie sich an diese Fläche an. Das ist also dieser physikalische Effekt. Und Sie sehen also sehr schön, wir haben das hier mit Dünennebel gemacht, dass also doch der Luftstrom von dieser hier hinten markierten Weitwurfdüse weit in den Raum hineingeht. Das Gleiche haben wir mit Thermografien nachgewiesen. Natürlich sind die Unterschiede, Temperaturunterschiede ja sehr gering. Aber Sie sehen hier oben so ganz leicht hellgrün, da tritt die Luft ein, die etwas kältere Luft. Aber Sie sehen hier 2-Meter-Linie. Na, für Sie ist das kritischer, Sie sind ein bisschen größer. Da will ich ja möglichst die gleiche Temperatur haben. Dort ist das alles schon homogen und verwirbelt. Es gibt Simulationen von Richter, einer der führenden Lüftungsexperten von der TU Dresden. Und Sie sehen, hier ist alles relativ homogen in einem Raum, die Temperaturschichtung, wenn Sie das durchströmen lassen. Im anderen Fall, wenn die Luft da drin steht, dann haben Sie das ganz Klassische wie in der Sauna. Das wird oben immer wärmer.
Aber wenn Sie jetzt Bayern München gegen Dortmund gucken und das wäre jetzt im Winter, dann sitzen Sie natürlich hier unten. So, und damit Sie dann noch Wohlbefinden spüren, müssen Sie einfach die Raumtemperatur insgesamt anheben, damit Sie das Gleiche empfinden wie in einem so homogenen Temperaturfeld. Das heißt, dass ich hier nochmal durch dieses Indirekte eigentlich nochmal Energie spare. Ich kann in diesen Raum mit den Temperaturen etwas runtergehen und habe trotzdem noch Wohlbefinden. Das überspringen wir, das ist einfach bloß, wenn Sie da tolle Filter einbauen, können Sie Bakterien, Viren, Pollen, alles rausholen. Aber dann sind wir fast schon im Krankenhausbereich. Das ist aber noch was Wichtiges, das kann man hier nicht erkennen, ich erkläre das. Die größte Angst in der Wohnungswirtschaft ist, oder einer Verwaltung wäre, Sie müssen nach 5 Jahren rein, Sie müssen an diese Kanäle ran und müssen sie säubern, weil da richtig dick Staub drin ist oder sich Pilze gebildet haben oder ähnliches. Da haben wir Untersuchungen mit der Freien Universität Berlin geführt. Wenn Sie hier die Filter richtig auslegen, dann haben Sie, das ist auch wieder ein ganz schwieriges Wort für die Übersetzerin, nicht sedimentationsfähige Stäube. Das heißt, also Sie haben nichts in der Luft mehr hinter dem Filter, was sich absetzen kann. Ja? Und deshalb haben wir hier nach, es war Schwerin, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren total gute Werte gehabt, nachdem wir dann diese Kanäle an bestimmten Stellen dann kontrolliert haben. Also ganz wichtig, es ist keine spätere Baustelle für den Verwalter, den Bewirtschafter. Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit, und jetzt sage ich so, das ist B- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist ein Lieblingsthema von unserem Büro gewesen oder eigentlich immer noch, aber es ist nicht wirklich so, dass wir hier eine sehr billige Lösung, also eine sehr preiswerte Lösung haben. Ich habe eine ganz einfache Rechnung aufgeführt, Einsparung, also Sie können schon bis zu 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr durch Wärmerückgewinnung generieren. Aber Sie haben einen zusätzlichen Stromverbrauch, Sie haben Investitionskosten. Wenn Sie das mal jetzt sehen, das sind Wärmerückgewinnungsanlagen, die kosten Ihnen dann schon 3.000, 3.500, manchmal 4.000 Euro pro Wohnung. Und das heißt, wenn ich das alles umrechne, dann komme ich zu einem Wärmepreis für die eingesparte Kilowattstunde, die liegt so zwischen 15 bis 25 Cent die Kilowattstunde. Gut, wir wissen, dass mal Photovoltaikanlagen mal so um die 40 Cent die Kilowattstunde kosteten, Sonnenstrom, das ist dann auch subventioniert worden. Wir kriegen das natürlich nicht subventioniert. Also insofern muss man sagen, schlagen wir B- und Entlüftungssysteme immer dann vor, wenn ich noch zusätzliche Effekte habe. Wenn ich den hohen Lärmschutz brauche, wenn ich viel Schmutz auf Hauptstraßen habe, dann bieten sich solche Systeme an. Wenn unsere Wärmekosten sich in den nächsten 10, 15 Jahren so weiterentwickeln wie bisher, dann werden effiziente B- und Entlüftungssysteme in etwa dann in diesen preislichen Bereich der noch weiter gestiegenen Energiekosten vielleicht ankommen. Beispiele, ich gehe mal nur auf eins etwas näher ein, das ist Erfurt, 5-geschossige Plattenbauten, wo in diesen blauen und in diesen roten Bereich Wärmerückgewinnungsanlagen integriert sind. In diesem Bereich haben wir nur, also auch gut, haben wir Abluftanlagen. So, und Sie sehen jetzt hier, wir kommen diese Gebäude nur mit Abluft, diese Gebäude jetzt hier mit Wärmerückgewinnung, und Sie sehen, wenn ich das mittle, komme ich auf eine mittlere Einsparung von 27%. Vielleicht nochmal ein kurzer Wert hier hineingeworfen, das werden die deutschen Kollegen vielleicht nachvollziehen können. Das sind Objekte, die sind von der Gebäudehülle,
gemacht worden von der Heizung, einem neuen Heizungssystem und diese B- und Entlüftungsanlagen mit hineingekommen. Die hatten zum Schluss die Mieter Heizkosten einschließlich ihr Warmwasserverbrauch von 38 bis 42 Cent auf den Quadratmeter im Monat. Und das ist, denke ich, schon so im Benchmarking liegen, glaube ich, unsere sanierten Objekte in Deutschland bei 70 Cent. Das sind dann schon sehr, sehr gute Werte, wo ich wirklich einsparen kann. Ich bin so gut wie am Ende. Das ist ein großes Projekt in Süddeutschland. Da will ich Ihnen nur noch mal zeigen, wenn man dann auf Großhäusern zentrale Anlagen baut, dann brauche ich auch Platz entweder auf dem Dach oder im Dach, um das dann wirklich noch integrieren zu können. Die Zusammenfassung, dann haben wir es eigentlich schon miteinander geschafft. Und stellen wir das wirklich mal an den Mittelpunkt. Mechanische Lüftungsanlagen, so wie wir sie auch in Jelgava, in Helmana 3 integriert haben, steigern den Wohnkomfort und vermeiden Bauschäden. Und da sie definiert lüften, müssten sie in der Regel auch noch einen Tick Energie einsparen. Bedarfsgerechte Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung sparen natürlich deutlicher Energie und senken die CO2-Emissionen, aber, sage ich deutlich, die Wirtschaftlichkeit ist wirklich im Regelfall nicht darstellbar. Aber ich sage das auch, die Kosten je eingesparter Kilowattstunde liegen bei guten Anlagen etwa im Bereich von thermischen Solaranlagen. Und deshalb schlagen wir vor, hier wiederhole ich mich, wenn man diese Technik einsetzt, dann, wenn ich diesen Zusatznutzen habe, ich habe dann einen sehr, sehr guten Schallschutz, ich habe einen sehr, sehr guten Komfort und wenn ich Passivhausqualität erreichen will, dann komme ich nicht umhin, dann muss ich B- und Entlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung zwingend vorschreiben. Ansonsten gibt es kein Passivhaus. Schönen Dank.